Und da sehe ich auch schon das Ziel. Nein! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Thrill Rush spielen. Zum zweiten Mal das total verrückte Achterbahnspiel. Im Prinzip ist es wie Uphill Rush, nur eben nicht im Wasser, sondern in einem Vergnügungspark. Beziehungsweise das Ganze führt eigentlich mit Schienen durch eine Stadt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wow, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, weil der Sound dann doch so laut war. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Wir können uns einen kleinen Bonus abholen. Und ich habe ein neues Fahrzeug erhalten. Eine Banane. Mit der Banane durch die Achterbahn. Laden dauert hier in dem Spiel auch relativ lange. Geht sogar schneller als bei Uphill Rush. Hier sind verschiedene Power-Ups, aber die nehme ich jetzt nicht. Und los geht's. Man muss echt ein bisschen aufpassen und darf nicht zu schnell werden. Wow! Ich bin ganz langsam. Ich fahre hier jetzt durch. Was ist das, ein Klamottenladen oder so? Das werde ich jetzt mal als Foto machen, deswegen lasse ich das Ganze mal hier reinzoomen. So, weiter geht's. Die Banane ist schon echt ganz cool. Das erste Looping. Und mit Wasser hat es doch irgendwie zu tun, weil manchmal landet man weich auf dem Wasser, auf solchen Wasserfontänen. Wow, das muss ich jetzt hier irgendwie ausbalancieren, sonst kippe ich um. Einen extra Diamanten habe ich. Und jetzt hier wieder ab durch den Klamottenladen. Ich habe hier noch so ein kleines Power-Up, so einen Blitz, damit bin ich extrem schnell. Das mache ich eher selten, weil ich dann so unkontrolliert bin und wahrscheinlich irgendwo reinfahre. Wow! Habt ihr das gesehen? Ich habe fast mit der Banane einen Salto gemacht. Und da sehe ich auch schon das Ziel. Nein! Habt ihr das gesehen? Ich bin im Ziel! Ich dachte gerade, ich schaff's nicht mehr, ne? Ich bin im Ziel umgekippt. Und ich dachte, nein, muss ich den Level jetzt nochmal machen? Zum Glück nicht. Boah, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Für einen kurzen Moment. Aber das Spiel ist echt ein Nervenaufreiben. Also, nach jeder Runde muss ich einmal kurz durchatmen. Oh, ich habe nur einen Stern bekommen. Okay. Level 5 sind wir jetzt. Kann ich was verbessern? Oh, ich kann was verbessern. Mein Bananenwagen. Kann ich die Beschleunigung oder die Stärke? Ich mache mal die Stärke. Nein, das wollte ich. Die Stärke wollte ich verbessern. Und dann kann ich trotzdem nochmal die Beschleunigung verbessern. Das mache ich nämlich auch. Und dann ist mein ganzes Geld schon weg. So gut wie. Da steht jetzt mein Charakter nicht zusammenpasst mit meinem Fahrzeug. Aber meistens funktioniert das doch irgendwie. Oh Gott, diese Banane ist echt gefährlich. Die kommt super schnell außer Balance. Man muss echt viel gegensteuern. Oh, vor die Spirale. Fahren wir hier so eine Wendeltreppe hoch. Auf dem Hausdach. Landen wieder auf dem Wasser. Und ab ins Haus. Beziehungsweise doch wieder in den Klamottenladen. Da habe ich gerade ein paar
Umkleidekabinen aufgemacht. Hm? Ich habe mich gerade gar nicht mehr gesehen. Und ich bin wieder im Ziel. Yay! Und ich habe 2 Sterne bekommen. Wahrscheinlich war ich relativ schnell unterwegs, weil eben gerade war ich doch ziemlich langsam. Nein, ich möchte nicht meine schönen Diamanten loswerden. Level Nummer 6. Kann ich was verbessern? Leider nicht, dafür habe ich nicht genügend Geld. Ich starte trotzdem. Wird auch so zu schaffen sein. Ist eine Herausforderung, die ich annehme. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch auch. Aber Uphill Rush war ja auch mein absolutes Lieblingsspiel. Und das hier geht schon in die richtige Richtung. Ich fahre mal hier auf diesen Wasserfontänen lang und in ein riesiges Looping. Beim Wal in das Maul. Den Wal kennen wir ja auch schon aus dem ersten Let's Play. Da bin ich aber nicht durch den Wal, sondern auf dem Wal gefahren. Wow! Habe ich das Geld bekommen eigentlich? Ja, ich glaube, ich habe das. Oder? Nee, ich glaube, ich habe das Geld auch nicht bekommen. Wow! Wow, was ist das denn? So ein Abwärts-Looping? Ach, Feuerwehr nennt sich das, okay. Jetzt fahre ich durch so eine Villa und bin ein Geist? Habt ihr das gerade gesehen? Wie verrückt ist das denn? Durch so eine Horror-Villa fahre ich. Und ich bin gerade ein Skelett gewesen, ganz kurz. Wow, was ist das? Eine riesige Spinne. Oh Gott, das überlebe ich nicht. Ich bin gescheitert. Falle nicht auf deinen Kopf. Danke für den Tipp. Gut, danke. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich habe aber immerhin habe ich noch das Geld eingesammelt. Aber ich falle aus dem Level raus. Nochmal versuchen. Ich war irgendwie auch viel zu schnell. Ich muss einmal gucken, was mich da überhaupt erwartet. Ne, das sind alles so Beschleunigungssachen. Da kann ich gar nicht abbremsen. Ach, ich habe es überlebt. Aber die Spinne war schon echt krass. Das ist so eine Art Horror-Level, glaube ich, gerade. Und ich habe es mal wieder geschafft. So, ich will auf jeden Fall in den nächsten Level. Nein, keine Diamanten ausgeben. Nope. Level 7. Geld hätte ich genug, um was zu verbessern. Ich mache mal Tempo. Und weiter geht's. Nein, ich möchte nicht mit der Prinzessin. Da muss man wieder seine Diamanten ausgeben und die versuche ich mir bis zum Ende aufzusparen. Wer weiß, was mich noch hier erwartet. Ich bin ja noch ziemlich am Anfang des Spiels. Vielleicht brauche ich später mal ein paar Schutzschilde oder so. Ich bin mega schnell unterwegs. Es hat auf jeden Fall was gebracht, diese Verbesserung im Tempo. Jetzt fahre ich wieder in so ein Haus rein. Wahrscheinlich wieder. Ach nee, gar nicht. Das ist jetzt ein Café, ne? Mit der Banane ins Café. Ich gleich brauchen. Ach nee, ich muss rückwärts rutschen. Nicht rutschen. Ich bin schon wieder bei Uphill Rush. Bei Thrill Rush. Was ist jetzt los? Muss ich jetzt wieder vorwärts? Nee, eigentlich muss ich nach hinten. Okay, das ist echt ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, ich habe es jetzt geschafft. Oh Gott! Oh Gott, wie soll ich hier jetzt landen? Oh, ich habe es geschafft. Weich auf dem Wasser, allerdings ein bisschen schwierig mit dem Ausbalancieren. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig.
durchs Looping über die Hausdächer, über den Wal natürlich, ganz klar, warum auch nicht. Hä, wie ist das denn passiert? Auf gerader Strecke? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin wahrscheinlich auf einer Bananenschale ausgerutscht. Haha. Schon wieder. Meine Banane ist kaputt. Ich glaube, mit der stimmt irgendwas nicht. Ich gebe jetzt keinen Anschwung. Was ist denn hier, was mich da mal aus der Bahn wirft? Ich habe da gar nichts gesehen. Das war schon ein bisschen komisch. Vielleicht ein Fehler im Spiel oder irgendwas, was ich noch nicht kenne. Mal wieder im Ziel. Hey! Also, mir macht es auf jeden Fall mega Spaß. Ich würde es auf jeden Fall auch weiterspielen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schaltet wieder ein, wenn ich Thrill Rush spiele. Das war's erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!